Hey Leute, ich bin's Benny vom Aquapuristen-Kanal und heute geht es mal um sowas, was da auch drin ist, nämlich aufgebundene Pflanzen. Jetzt gibt es ja die Möglichkeit, die Pflanzen wirklich aufzubinden, das heißt binden physisch mit einem Faden. Gibt es entweder so eine Nylonschnur oder man nimmt einen Baumwollfaden, der sich nach einer Zeit auflöst. Dann nimmt man halt die Pflanze, setzt die, wo auch immer man sie drauf haben will, und umwickelt das Ganze. Gibt es noch andere Möglichkeiten, Netze und so weiter. Und zunehmend verbreitet sich in letzter Zeit das Kleben. Das heißt, man nimmt im Prinzip Sekundenkleber, da kann man aber nicht alle nehmen, also seid da ein bisschen vorsichtig. Es gibt extra Spezialkleber für die Aquaristik. Viele, ich sag mal, günstigere Sekundenkleber tun im Prinzip das Gleiche. Wichtig ist halt genau darauf zu achten, was da drin ist. Wenn das eben auf reinem Acrylat quasi basiert, dann kann man das verwenden. Und dann lassen sich tatsächlich Pflanzen an Gegenstände kleben. Jetzt sagt jeder auf den ersten Blick, Moment, das geht doch gar nicht, ist doch alles feucht. Der Witz dabei ist, dass dieser Kleber mit Wasser aushärtet. Das heißt, je feuchter es ist, desto schneller härtet es aus. Wenn ihr also nass auf nass klebt, ist quasi sofort hart. Ich meine, Sekundenkleber ist jetzt sowieso dafür bekannt, nicht allzu ewig flüssig zu bleiben. Das heißt, wenn man die Oberfläche, mache ich dann schon so, dass man die abtrocknet. Aber die Pflanzen, die will man ja nicht irgendwie austrocknen, sondern die klebt man dann im entsprechend frischen Zustand da drauf. Und da habe ich jetzt hier mal die Möglichkeit gehabt, das Ganze aufzunehmen, wie sowas verklebt wird. Ich habe da glücklicherweise Hilfe bei gehabt. Also ich habe hier nur die Schieferplatten, hatte ich ja schon mal gesagt. Die kriegt man teilweise ganz günstig oder auch kostenlos beim Dachdecker, wenn da mal irgendwas zurückgebaut wird oder es Bruch gibt oder so von diesen Schieferplatten. Dann sollte man die gut abwaschen und dann kann man die ganz hervorragend für die Aquaristik verwenden. Ich habe das ganz gerne, wenn ich jetzt hier solche Anubia und Java-Farn verwende, dass ich die dann auch wieder kompakt rausnehmen kann. Das heißt, wenn die irgendwo lose im Becken rumschwimmen, dann kann es sein, dass die sich sonst wo verwurzeln und sich nicht so einfach rausnehmen lassen, wenn ich die halt irgendwie in... Wenn ich einen Bodengrund habe, sind solche Pflanzen ja eh nicht so optimal da reinzusetzen, wobei ich auch hier ein Becken habe, wo Stefan vor ewigen Zeiten eine Anubia Nana in Kies reingesetzt hat und das funktioniert auch. Also ist jetzt kein Ausschlusskriterium. Trotzdem, wenn man jetzt gerade keinen Bodengrund hat oder etwas hat, wo man sagt, okay, wenn ich das Becken mal leer machen will oder mal Fische fangen will, dann möchte ich das relativ in einem, mit einer Aktion quasi die Pflanzen relativ einfach rausnehmen können. Also es geht darum, dass ich natürlich im Prinzip mein ganzes Becken mit solchen Schieferplatten pflastern kann, wo ich dann einzelne Pflanzen drauf habe. Das heißt, das Becken ist schön besetzt. Ich habe das jetzt nicht hier übertrieben, sondern einfach nur einzelne Pflanzen eingesetzt. Die wachsen natürlich auch noch, aber da geht es darum, einzelne Strukturen zu schaffen in einem relativ hellen Becken. Und wenn ich dann mal die Tiere rausfangen will, dann kann ich ganz einfach diese einzelnen Schieferplatten, Fliesen im Prinzip, rausnehmen. Und habe dann freie Bahn, die Tiere entsprechend zu entnehmen. Ansonsten ist das Ganze natürlich super pflegeleicht. All diese Pflanzen, die ich jetzt hier zeige, die wachsen nicht sonderlich schnell. Da bei Anubia sagt man sowieso, das sind im Prinzip Kunststoffpflanzen, da kann nicht viel passieren. Dauert aber auch ewig lange, bis was passiert. Deswegen braucht ihr jetzt gar nicht nachfragen, ob die in den Shop kommen. Das dauert ewig, bis die sich bei mir vermehren und ich da irgendwie was von abgeben könnte. Dementsprechend werden die auch hier nicht in den Online-Shop wandern. Anders sieht das aus bei Moosen. Die sind natürlich viel schneller im Wachstum, was sowas angeht. Und die können wir auch aufbinden, teilweise auch verkleben. Da haben wir schon mal Tests gemacht. Sieht aber meistens nicht ganz so schön aus beim Kleben. Wenn man da nicht ganz genau trifft und das irgendwie verschmiert, dann hat man überall so weiße Ränder. Gut. Wir werden jetzt auf jeden Fall mal gucken, dass wir von den Schieferplatten noch einige zerkleinern, dass man passende Padgröße hat für Moos und das entsprechend dann auch aufbinden. Das wird in Zukunft kommen, weil wir jetzt, ich finde diese Schieferplatten eigentlich ganz, ganz angenehm zu verarbeiten und eben günstig im Bezug. Von daher wird das in Zukunft kommen und ja, ist wunderschön schick, bleibt an Ort und Stelle. Man kann das Ganze sehr gut handeln, ist automatisch beschwert, also für mich hat das sehr viele Vorteile. Man kann das auch gleich quasi als Höhle verwenden, wenn man links und rechts irgendwie einen Stein oder eine Wurzel oder sonst was hat und dann diese Schieferplatte dort oben drauf setzt, dann habe ich eben noch eine zusätzliche Höhlenebene geschaffen für die Bewohner des Beckens. Kann je nachdem, wie man das einsetzt, kann das auf jeden Fall ganz spannend sein. Okay, ich hoffe, für den einen oder anderen ist das so eine hilfreiche Anregung. Schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr für Erfahrungen mit dem Kleben von Dekoration habt. Also ich bin, wie gesagt, noch nicht so hundertprozentig begeistert von dem Kleben. Für den Java-Farn, da geht das jetzt ganz gut. Mit Moos man kann das machen, aber so richtig begeistert bin ich da nicht von. Da würde ich es jetzt weiterhin wieder aufbinden.
ein Versuch war es wert. Und das habe ich leider nicht gefilmt. Ne? Immer genau der Punkt, wo ihr gesagt habt, Kleinigkeiten auch filmen. Wenn euch das wirklich interessiert, wie das mit Moos aussieht, kann ich das gerne nochmal nachholen. Jetzt haben wir natürlich ein bisschen mehr Erfahrung damit, wie man das mit dem Moos macht. Das vielleicht nicht so verschmiert wie bei dem ersten Versuch. Aber ich denke, wer das schon mal gemacht hat, der weiß, dass Sekundenkleber ziemlich ätzend ist, was sowas angeht, wenn man den dann nachher an den Fingern hat oder so. Das ist ein bisschen nervig. Okay, in dem Sinne, bis zum nächsten Mal und ciao.